Ich habe sie alle von mir. I did it all by myself. Ich bin nicht zur Schule gegangen. I did not go to school. Ich mache es, wie ich zu wählen. I do it as I choose to. Ich erstrecken sich nicht Kredit. I do not extend credit. Ich mag unsere Fahne nicht. I do not like our flag. Ich mag diesen Mann nicht. I do not like that man. Ich nichts dagegen tun. I do not mind doing it. Ich will nicht gehen. I do not want to leave. Ich fühle mich fehl am Platz an. I feel out of place at. Ich steige aus der Arbeit bei 6. I get off of work at 6. Ich bekam einen Sprung von John. I got a jump from John. Ich habe eine bessere Chance. I have a better chance. Ich habe eine Reihe von Stümpfen. I have a set of stumps. Ich habe eine ältere Schwester. I have an elder sister. Ich bin gekommen, dich zu sehen. I have come to see you. Ich habe meine MS abgeschlossen. I have completed my MS. Ich habe das B gehört. I have heard that Bill. Ich habe gehört, Sie sprechen. I have heard you speak. Ich habe so viel gelernt. I have learned so much. Ich habe viele Freunde. I have lots of friends. Ich habe kein solches Programm. I have no such program. Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden. I have not decided yet. Ich habe dich gesehen. I have seen you before. Ich habe mein Fahrrad verkauft. I have sold my bicycle. Ich habe auf einer Diät sein. I have to be on a diet. Ich höre ein seltsames Geräusch. I hear a strange noise. Ich hörte von seiner Ankunft. I heard of his arrival. Ich hörte von seinem Erfolg. I heard of his success. Ich hoffe, er bekommt zu spielen. I hope he gets to play. Ich hoffe, dass ich im Lotto gewinnen. I hope I win the lotto. Ich hasse es, alle zu sehen. I just hate to see all. Ich kannte einen Jungen in der Schule. I knew a boy at school. Ich kenne ihn von seinem Namen. I know him by his name. Ich lerne, was ich kann. I learn whatever I can. Ich mag die Art und Weise, sie schneiden.
I like the way you cut. Ich mag von mir gehen. I like to go by myself. Ich liebe alle ihre Lieder. I love all their songs. Ich verwechselte sie für John. I mistook you for John. Ich selbst sah ihn, es zu tun. I myself saw him do it. Ich fuhr nur zu schnell. I only drove too fast. Ich arbeitete nur zwei Summen. I only worked two sums. Ich entwachsen meine Allergien. I outgrew my allergies. Ich parkte es hier richtig. I parked it right here. Ich ziehe Tee dem Kaffee vor. I prefer tea to coffee. Ich verspreche, dass ich werde. I promise that I shall. Ich stimme mit Ihnen ganz. I quite agree with you. Ich schätze es wirklich. I really appreciate it. Ich kehrte aus Berlin. I returned from Berlin. Ich werde mit dir gehen in. I shall go in with you. Ich sprach mit seinem Bruder. I spoke to his brother. Ich schwimme besser als er. I swim better than him. Ich glaube sehr an John. I think highly of John. Ich denke, es schmeckt gut. I think it tastes good. Ich denke, es ist sehr gut. I think it's very good. Ich nahm keine Notiz davon. I took no notice of it. Ich nahm mein Notizbuch heraus. I took out my notebook. Ich habe versucht, freundlich zu sein. I tried to be friendly. Ich habe versucht, härter zu arbeiten. I tried to work harder. Ich will wissen, was ist. I want to know what is. Ich schrieb einen Brief. I was writing a letter. Ich werde geliebt worden. I will have been loved. Ich werde das Bild sehen. I will see the picture. Ich wünschte, ich seinen Namen kannte. I wish I knew his name. Ich wünsche Ihnen, ruhig zu sein. I wish you to be quiet. Ich frage mich, ob alle Beteiligten. I wonder if all actors. Ich arbeitete nur zwei Summen. I worked only two sums. Wenn zu viele schlechte Dinge. If too many bad things. Wenn sie weiterhin zu handeln. If you continue to act. Wenn sie möchten, um erfolgreich zu sein. If you want to succeed.
In einer sehr großen Menge. In a very large amount. In einer Versicherungspolice. In an insurance policy. In sozialen Angelegenheiten, Frau. In social matters, Mrs. In dem Lebendigen. In which one is living. In sehr schneller Linie. In the line very quickly. In Tränen oder Lachen. Into tears or laughter. Ist alles wieder aufgearbeitet? Is all worked up again? Ist jemand im Raum? Is anybody in the room? Ist so dumm wie eine Gans. Is as silly as a goose. Ist von der alten Schule. Is from the old school. Ist er Englisch lernen? Is he learning English? Immer nicht auf sie. Is not becoming on you. Ist sie einen Roman zu lesen? Is she reading a novel? Arbeitet die Maschine? Is the machine working? Ist die Zeit zu beugen heraus? Is the time to bow out? Gibt es eine Nachricht aus? Is there any news from? Es kann nicht ewig dauern. It cannot last forever. Es kostet 12 Rupien. It costs 12 rupees. Es kann nicht geholfen werden. It could not be helped. Es muss nicht sein. It does not need to be. Es geht weiter und weiter mit. It goes on and on with. Es hat nur 10 geschlagen. It has just struck 10. Es verfügt über 7 Badezimmer. It has 7 bathrooms. Es ist eine bewusste Lüge. It is a deliberate lie. Es ist eine schreckliche Nacht. It is a horrible night. Es ist eine im Obergeschosseinheit. It is an upstairs unit. Es ist gut, dass sie ist. It is good that she is. Es ist wie ein Stier in einem. It is like a bull in a. Es ist kein Vergnügen. It is not any pleasure. Es ist nicht immer cool. It is not getting cool. Es ist nicht in meiner Brieftasche. It is not in my wallet. Es ist alt wie die Hügel. It is old as the hills. Es ist so abgestanden hier drin. It is so stale in here. Es ist ein Teil der Haare. It is some of the hair. Es ist die Zeit, die wir links. It is the time we left. Es brach mir das Herz.
It just broke my heart. Es liegt in der Nähe von seinem Herzen. It lies near his heart. Es sieht aus wie Tom wird. It looks like Tom will. Es ist sicher windig heute. It sure is windy today. Es braucht Zeit zu lernen. It takes time to learn. Es war ein dummer Fehler. It was a silly mistake. Es war seine einzige Chance. It was his only chance. Es war 7 Meter hoch. It was 7 feet tall. Es war in der Nähe ein. It was the closest one. Janes Bericht war gut. Jane's report was good. Jim wischte sich den Spill auf. Jim wiped up the spill. John war gerade zurückgekehrt. John had just returned. John wird von Sarah liebt. John is loved by Sarah. John machte einen Drachen. John was making a kite. Julius war ein weiser König. Julius was a wise king. Kelly schlug einen zurück. Kelly knocked one back. Lass mich auf dich zurückkommen. Let me get back to you. Lassen Sie uns auch den Boden. Let us even the ground. Lassen Sie uns Englisch üben. Let's practice English. Wie zwei Erbsen in einer Schote. Like two peas in a pod. Achten Sie darauf, zu bündeln. Make sure to bundle up. Was geht dich das an? Mind your own business. Muss er so ignorant sein? Must he be so ignorant? Meine Feder ist gestohlen worden. My pen has been stolen. Neue Besen kehren gut. New brooms sweep clean. Kein Getreide könnte gesät. No grain could be sown. Egal was passiert. No matter what happens. Niemand weiß, wer er ist. No one knows who he is. Nein, das ist nicht vollständig. Number, that is incomplete. Nicht jeder ist gewachsen. Not everyone has grown. Jetzt ist er nur ein Angestellter. Now he is just a clerk. Jetzt ist er langsamer. Now he is slowing down. Oh, das ist ein Ärgernis. Oh, that is a nuisance. Oh, auf der ganzen Welt. Oh, all over the world. Wir leben in einer gemeinsamen Familie. Ours is a joint family.
Unsere ist eine große Familie. Ours is a large family. Unsere ist eine kleine Familie. Ours is a small family. Bis zu einer weiteren Aufträge. Pending further orders. Übung macht den Meister. Practice makes perfect. Lesen Sie ihn sorgfältig auf. Read it over carefully. Lesen Sie das Buch vor langer Zeit. Read the book long ago. Rolf war vorhanden. Rolf was present there. Soll ich im Voraus bezahlen? Shall I pay in advance? Sie kam in den Raum. She came into the room. Sie kann ein Sandwich essen. She can eat a sandwich. Sie kann nicht warten, bis. She cannot wait until. Sie hätte es getan. She could have done it. Sie mochte reisen. She disliked traveling. Sie geht in das Kino. She goes to the cinema. Sie hat es aufgebrochen. She has broken it open. Sie knackt immer. She is always cracking. Sie wird kommen und eingehen. She has come and go one. Sie heiratet. She is getting married. Sie ist meine ältere Schwester. She is my elder sister. Sie ist arm auf Englisch. She is poor in English. Sie ist stark wie ein Ochse. She is strong as an ox. Sie ist so ein Zweifel. She is such a doubting. Sie ist bereit zu arbeiten. She is willing to work. Sie weiß, wo ich wohne. She knows where I live. Sie praktizierte Schwimmen. She practiced swimming. Sie beschimpfte mich wirklich. She really insulted me. Sie macht wirklich Sinn. She really makes sense. Sie singt herrlich. She sings delightfully. Sie singt sehr süß. She sings very sweetly. Sie denkt, er ist groß. She thinks he is great. Sie war auf Kriegsfuß. She was at loggerheads. Sie war nicht besonders. She was not particular. Sie war sehr glücklich. She was very fortunate. Sie trug Jeans zu ihnen. She wore jeans to them. Sri Lanka ist eine Insel. Sri Lanka is an island. Der Sonntag ist der Tag der Mutter. Sunday is Mother's Day.
Susan schrieb diesen Roman. Susan wrote this novel. Sag mir, wo sie leben. Tell me where you live. Sagen Sie mir, Sie scherzen. Tell me you are joking. Das hatte keine Logik. That had not any logic. Das ist nicht viel wert. That is not worth much. Das ist nichts zu sagen. That is nothing to say. Das ist poetische Gerechtigkeit. That is poetic justice. Das ist so nett von Ihnen. That is so kind of you. Das ist, was Sie denken. That is what you think. Der Junge gehänselt den Hund. The boy teased the dog. Der Junge war sehr stolz. The boy was very proud. Die Kriminalitätsrate gesunken. The crime rate dropped. Die Kriminalitätsrate stieg. The crime rate went up. Das Publikum war sehr groß. The crowd was very big. Die Gefahr wurde abgewendet. The danger was averted. Der Hund war ziemlich tot. The dog was quite dead. Die Mädchen sangen. The girls were singing. Das Pferd verletzt sich. The horse hurts itself. Das Haus ist wunderschön. The house is beautiful. Der König trägt eine Krone. The king wears a crown. Die Blätter fallen. The leaves are falling. Die Farbe hat nachgelassen. The paint has worn off. Die Papiere sind in der Hand. The papers are in hand. Die Leute davon gehört. The people heard of it. Die Straße ist sehr schlammig. The road is very muddy. Das Meer ist sehr stürmisch. The sea is very stormy. Der Schuss sank das Schiff. The shot sank the ship. Die Soldaten vorbei. The soldiers passed by. Der Zug ist sehr spät. The train is very late. Die Vakanz gefüllt war. The vacancy was filled. Die Wände waren so dünn. The walls were so thin. Das Wasser ist sehr tief. The water is very deep. Es gibt so viele Töpfe. There are so many pots. Es geht, meinen Bruder. There goes, my brother. Es gibt keine solche Stelle. There is no such place. Es gibt keine solche Sache.
There is no such thing. Es ist nichts zu ihm. There is nothing to it. Es gab keine für sie. There was none for you. Dieses Geflügel ist meine. These poultry are mine. Sie nahmen eine Waise. They adopted an orphan. Sie werden kommen gebunden. They are bound to come. Sie sind immer müde. They are getting tired. Sie untersuchen. They are investigating. Sie sind kein Maler. They are not a painter. Sie brachen ihre Hände. They broke their hands. Sie haben nichts zu gehen. They do not have to go. Sie hatten gesprochen. They had been speaking. Sie hatten keine Arbeit zu tun. They had no work to do. Sie hatten das Lied gesungen. They had sung the song. Sie geben einfach die. They just give you there. Sie leben auf einer Insel. They live on an island. Sie haben mich Präsident. They made me president. Sie nannten mich Vorsitzenden. They named me chairman. Sie sagen, dass sie von einer starb. They say she died of A. Sie schickten sie einen Brief. They sent you a letter. Sie schüttelten sich die Hände. They shook their hands. Sie dankten uns alle. They thanked all of us. Die Dinge sind sehr beschäftigt. Things are really busy. Alles wird besser. Things will get better. Dieses Pferd nie tritt. This horse never kicks. Das ist eine riesige Bibliothek. This is a huge library. Dies ist immer langweilig. This is getting boring. Das ist sehr schwierig. This is very difficult. Dies ist sehr wichtig. This is very important. Diese Suppe ist köstlich. This soup is delicious. Diese Bettler sind müßig. Those beggars are idle. Um die Stadt, natürlich. To the city, of course. Verwenden Sie ein Gewebe beim nächsten Mal. Use a tissue next time. Vatikan ist eine heilige Stadt. Vatican is a holy city. War jemand im Zimmer? Was anyone in the room? Wir schätzen ihre Zeit. We appreciate her time. Wir zeigen nun aus.
We are showing off now. Wir mohren jedes Jahr nach unten. We bog down every year. Wir können durch Wasser fahren. We can travel by water. Wir können nicht hören, was. We could not hear what. Wir müssen nicht hetzen. We do not have to rush. Wir erhalten jeweils 5 Karten. We each get 5 cards. Wir fanden seine Täuschung. We found his deception. Wir hatten ihn nicht belastet. We had not charged him. Wir haben dort nicht weg. We have not gone there. Wir können ersetzen. We may have to replace. Wir müssen versuchen, soweit wie. We must try, as far as. Wir brauchen eine neue Matratze. We need a new mattress. Wir sollten nicht zögern. We should not hesitate. Willkommen in der Firma. Welcome to the company. Nun, ich brauche Hilfe. Well, I need some help. Wir waren genauso aus. Went out just the same. Sind Sie auf dem Markt? Were you in the market? Was sind Ihre Ansichten über? What are your views on? Was müssen wir kaufen? What do we need to buy? Was passiert, wenn ich es nicht? What if I do not do it? Was ist das für ein Lärm? What is all this noise? Wie ist dein guter Name? What is your good name? Was für ein Unsinn ist dies? What nonsense is this? Was war die Show wie? What was the show like? Was auch immer machst du da? Whatever are you doing? Wann bist du zurückgekommen? When did you come back? Wann ist der nächste Zug? When is the next train? Wo sind die Kinder? Where are the children? Wo hast du ihn kennengelernt? Where did you meet him? Woher kommst du? Where do you come from? Wo haben sie gespielt? Where have they played? Wo bist du gewesen zu? Where have you been to? Welche ist ihre Heimatstadt? Which is your hometown? Was würdest du bevorzugen? Which would you prefer? Mit wem gehst du? Who are you going with? Wer nicht erklären sein. Who does declare to be? Wer zahlt dafür? Who is paying for that?
Wer hat die höchste Punktzahl? Who made the top score? Wer für das Mittagessen bezahlt? Who paid for the lunch? Wer hat dir Englisch beigebracht? Who taught you English? Wer lehrte sie Grammatik? Who taught you grammar? Wen hast du kommen mit? Whom did you come with? Dessen sind diese Rinder? Whose are these cattle? Wessen ist dieser Schirm? Whose is this umbrella? Warum kommst du zurück? Why have you come back? Wird sie das Lied singen? Will she sing the song? Möchten Sie ein Getränk? Would you like a drink? Sie und alle anderen. You and everybody else. Sie tun es wieder. You are doing it again. Sie sind in einem echten Chaos. You are in a real mess. Sie schlagen nur ein. You are just beating A. Sie sind nicht in der Nähe von mir. You are not near to me. Sie können sich auf Jane abhängen. You can depend on Jane. Sie können nicht Enten schießen. You cannot shoot ducks. Du hast selbst Stolz. You did yourself proud. Wissen Sie Ramona nicht? You do not know Ramona. Sie haben keine Marke und benötigen. You do not need makeup. Sie nicht Hockey spielen. You do not play hockey. Sie haben es fast. You have almost got it. Sie haben eine andere Vermutung. You have another guess. Sie haben gesprochen. You have been speaking. Sie haben nicht vergessen. You have not forgotten. Sie sehen aus fit und glücklich. You look fat and happy. Sie können dieses Buch nehmen. You may take this book. Du sollst nur zu. You shall just have to. Sie sollten pünktlich sein. You should be punctual. Sie sollten härter arbeiten. You should work harder. Sie reden zu viel, Bob. You talk too much, Bob. Sie sprachen eine Stunde lang. You talked for an hour. Sie war mir eine Lehre. You taught me a lesson. Sie waren nicht ihr Feind. You were not her enemy. Sie brechen müssen. You will have to break. Sie werden sich verletzt. You will hurt yourself. Sie würden es nicht trinken.
You would not drink it. Ihr guter Name, bitte. Your good name, please. Ihr Witz ließ mich flach. Your joke left me flat. Ihre Sitznummer 8. Your seat number is 8F. Yourselves den ganzen Abend? Yourselves all evening? Wie lange dauert der Flug? How long is the flight? Sie kamen gestern. They arrived yesterday. Haben Sie keinen Kaffee haben? Do you have any coffee? Ich habe kein Geld. I don't have any money. Ich hätte gerne ein Einzelzimmer. I'd like a single room. Ich möchte ein Auto mieten. I'd like to rent a car. Ich möchte einen Fax senden. I'd like to send a fax. Es gibt viel Zeit. There's plenty of time. Was sind die Check-out? What time is check-out? Das Essen war köstlich. The food was delicious. Machst du Sport? Do you play any sports? Was möchten Sie tun? What do you want to do? Wo sind die T-Shirts? Where are the T-Shirts? Gibt es irgendwelche Konzerte? Are there any concerts? Spielst du Basketball? Do you play basketball? Wie ist die Temperatur? What's the temperature? Wo kann ich ein Auto mieten? Where can I rent a car? Wo hast du es gelernt? Where did you learn it? Er ist sehr hart arbeiten. He's very hard working. Sie wird in Kürze eintreffen. It will arrive shortly. Die Straßen sind rutschig. The roads are slippery. Sein Zimmer ist sehr klein. His room is very small. Sie warten auf uns. They're waiting for us. Welche Farbe hat das Auto? What color is that car? Öffne bitte dein Buch. Open your book, please. Nein, ich verstehe das nicht. No, I don't understand. Nein, das ist nicht mein Buch. No, that's not my book. Wer ist das da drüben? Who is that over there? Ist diese Dame ein Student? Is that lady a student? Wie ist dein Vorname? What's your first name? Sein Name ist John Smith. His name is John Smith. Sind Sie Jons Bruder?
Are you John's brother? Welcher Tag war gestern? What day was yesterday? Ich möchte eine Tasse Kaffee. I want a cup of coffee. Wem schreibst du? Who are you writing to? Könntest du mir einen Gefallen tun? Will you do me a favor? Ein Flag sollte hübsch sein. A flag should be pretty. Und es ist eine Sitzecke. And it is a corner unit. Anderson ist ein tapferer Junge. Anderson is a brave boy. Sind Sie Ihre Verwandten? Are they your relatives? Sind Sie von CPC School? Are you from CPC School? Babys weinen die ganze Zeit. Babies cry all the time. Weil ich liebe den Schnee. Because I love the snow. Bier ist ein leistungsfähiges Medikament. Beer is a powerful drug. Vögel fliegen und Fische schwimmen. Birds fly and fish swim. Bringt mir ein besseres Steak. Bring me a better steak. Von wem wurden Sie unterrichtet? By whom were you taught? Kann jetzt nicht mit dir reden. Cannot talk to you now. Kannst du mir den Weg sagen? Can you tell me the way? Katzen wie Mäuse zu fangen. Cats like catching mice. Weder Hölle noch Hochwasser. Come hell or high water. Kongress macht die Gesetze. Congress makes the laws. Können Sie mir einen Gefallen tun? Could you do me a favor? Kühe sind nützliche Tiere. Cows are useful animals. Hat Ronaldo verhalten gut? Did Ronaldo behave well? Kaufen Sie Mangos. Did you buy any mangoes? Nicht zufällig beantworten. Do not answer at random. Gehen Sie nicht, bevor ich komme. Do not go before I come. Halte nicht deinen Atem an. Do not hold your breath. Nicht mit ihm streiten. Do not quarrel with him. Haben wir es beenden müssen? Do we have to finish it? Weißt du, was ich meine? Do you know what I mean? Haben Sie irgendetwas benötigen? Do you require anything? Haben Sie den blauen Himmel sehen? Do you see the blue sky? Haben Sie Ihre Arbeit gründlich? Do your work thoroughly? Zeichnen Sie die Karte von Deutschland. Draw the map of Germany.
Alle lachten über ihn. Everyone laughed at him. Erklären Sie es ihr wieder. Explain it to her again. Guten Tag, Offizier. Good afternoon, Officer. Guter Wein braucht keinen Busch. Good wine needs no bush. Hatte sie fertig nähen? Had she finished sewing? Haben Sie irgendwelche Zweifel? Have they got any doubt? Haben Sie kommen, um mich zu sehen? Have you come to see me? Hast du die Nachrichten gehört? Have you heard the news? Nachdem meinen Pass verloren. Having lost my passport. Er enthält sich von Alkohol. He abstains from liquor. Er scheint immer zu haben. He always seems to have. Er schlug einen eiligen Rückzug. He beat a hasty retreat. Er glaubt an jeden. He believes on everyone. Er kann nicht eine Melodie tragen. He cannot carry a tune. Er kommt hier jeden Tag. He comes here every day. Er kann nicht weitermachen. He could not keep going. Er konnte kaum stehen. He could scarcely stand. Er beschrieb den Angriff. He described the attack. Er verzweifelte an Erfolg. He despaired of success. Er aß keinen Reis. He did not eat any rice. Er starb für sein Land. He died for his country. Er tut, wie ich ihn beraten. He does as I advise him. Er mag es nicht mit. He does not like having. Er will nicht mit mir reden. He does not speak to me. Er emigrierte nach Deutschland. He emigrated to Germany. Er fiel auf den Job nach unten. He fell down on the job. Er kämpfte für die Krone. He fought for the crown. Er bekam seine gerechte Wüsten. He got his just deserts. Man hörte ihn suchen. He had been looking for. Er hatte sehen besser aus. He had better watch out. Er war gekommen, um sie zu sehen. He had come to see them. Er verfügte über ein Mobiltelefon. He has a cellular phone. Er hat ein Auge für Farbe. He has an eye for color. Er hat keine Bücher zu lesen. He has no books to read. Er hat schwere Gliederschmerzen. He has severe body ache.
Er ist ein guter Fußballer. He is a good footballer. Er hat Angst vor dem Hund. He is afraid of the dog. Er ist ehrgeizig rum. He is ambitious of fame. Er ist frei von Krankheit. He is free from disease. Er ist in der Zeit für Mahlzeiten. He is in time for meals. Er ist hier wenig bekannt. He is little known here. Er ist manchmal dumm. He is sometimes foolish. Er ist immer noch im Geschäft. He is still in business. Er macht eine Menge Geld. He makes a lot of money. Er nahm nie einen Urlaub. He never took a holiday. Er spielte ein Spiel zu verlieren. He played a losing game. Er legte einen mutigen Kampf auf. He put up a brave fight. Er fuhr stundenlang zusammen. He rode along for hours. Er zeigte viel Geduld. He showed much patience. Er schnippte mit den Stecker aus. He snapped out the plug. Er schwamm bis zu ihnen. He swam right up to you. Er denkt, dass er verliebt ist. He thinks he is in love. Er sagte mir, nebenbei bemerkt. He told me incidentally. Er erzählte mir die Wahrheit. He told the truth to me. Er verwandelte sie in eine Katze. He turned it into a cat. Er war ein berühmter Krieger. He was a famous warrior. Er war ein Nobelpreisträger. He was a Nobel laureate. Er wurde letzte Woche abwesend. He was absent last week. Er war mit einer Pistole bewaffnet. He was armed with a gun. Er war an seinem W-seinem Ende. He was at his W its end. Er wurde stirrverrückt. He was going stir crazy. Er war gerade greifen an. He was just grasping at. Er war mein Schulkamerad. He was my school fellow. Er war überhaupt nicht falsch. He was not wrong at all. Er trägt einen besorgten Blick. He wears a worried look. Er wird in Kürze zurück. He will be back shortly. Er wird geliebt. He will have been loved. Er arbeitet nur zwei Summen. He worked only two sums. Er würde das Kind schlagen. He would beat the child. Hilfe, ein Auto zu starten.
help to start one's car. Ihr Angebot zum Nennwert. Her offer at face value. Ihr Sohn kommt nach Hause aus. Her son comes home from. Hier ist, was Sie wollten. Here is what you wanted. Hier ist nicht erforderlich. Hereto is not required. Sein Mut verließ ihn. His courage forsook him. Seine Grammatik ist schockierend. His grammar is shocking. Sein Ruf litt. His reputation suffered. Sein Lehrer lobte ihn. His teacher praised him. Seine Frau ermutigte ihn. His wife encouraged him. Wie groß ist ziemlich groß? How big is pretty big?